Am 17. September 2010 öffnete die Staatsbibliothek der Universität Tor und Tür für Interessierte, um einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren. Dabei zeigte sich, wie organisiert eine Bibliothek sein kann, die schon seit 350 Jahren existiert. Als Schirmherr des Jubiläums der Staats- und Universitätsbibliothek erhielt der ehemalige Bürgermeister Brems, Hans Koschnick, das Privileg, die Eröffnungsrede zu halten. In seiner Rede ging es unter anderem um den Aufbau, die Aktualisierung durch neuzeitige Medien sowie den Standort und die damit verbundene Konkurrenz zu anderen Bibliotheken. Vieles verändert und vieles geblieben. Wir haben ein großes, unterhaltsames, so sehen wir es jedenfalls, vor allen Dingen aber auch ein abwechslungsreiches Programm für Sie vorbereitet, das aufregende, lustige, interessante und lehrreiche Erlebnisse für heute verspricht. Folgen Sie mir bitte! In der Buchbinderei gab es ein vielfältiges Angebot an Origami-Falten, Lesezeichen prägen und das altertümliche Schreiben mit Tinte und Feder. Vor allem aber Fingerspitzengefühl und Feinmotorik waren hier von großer Bedeutung. Auf Dokumente stößt, die gelesen werden wollen. Und wenn man das nicht beherrscht, dann ist das schwierig. Lesen ist natürlich wichtiger als selber schreiben. Aber wenn man das auch schreiben kann, das ist natürlich noch ein bisschen besser. Wer sich in Schriftzeichensetzungen ausprobieren wollte, fand hier die passende Gelegenheit. Die Modenschau der Wilhelm-Wagenfeld-Schule begeisterte die Besucher mit ihren Entwürfen unter dem Titel Freche Schürzen und zarte Röcke. Die Achtklässler der Heinrich-Pestalozzi-Schule zeigten, wie ein Buch auf einfache Weise herzustellen ist und gaben die Möglichkeit, die eigenen Fähigkeiten als Buchbinder unter Beweis zu stellen. Pappe, Nadel und Faden waren die grundlegenden Utensilien, um das eigene Meisterwerk anzufertigen. Um dem Buch Stabilität zu verleihen, musste es festgebunden und durch einen straffen Knoten fixiert werden. Die Fertigstellung erfolgte durch das Entfernen der überschüssigen Ränder. Auch eine Endkontrolle jedes einzelnen Exemplares geschah durch die Schüler. Die Führung, der Weg des Buches durch das Haus, zeigte die Station, die ein Buch durchlaufen muss, um in die Bücherregale der Unibibliothek zu gelangen. Wir lösen die Bestellung aus, die wird einen Tag später dann an den Lieferanten geschickt und im besten Fall habe ich dann am darauffolgenden Tag das Buch in der Hand. Mhm. Aber wenn es aus dem Ausland kommt, wenn es erst noch erscheint, das Buch, wenn es einen Nachdruck geben soll oder so, dann verzögert sich das immer alles. Ich nehme mir jetzt hier unseren Bearbeitungszettel, wo die Zugangsnummer draufsteht, damit ich das Ganze inventarisieren kann. Ja. Unser Inventarstempel, den gibt es in zwei Größen. Ich habe den größeren, weil meist, also ich habe beide Stempel, aber ich benutze meist den größeren, weil er einfach besser zu sehen ist und weil genug Platz auf den Büchern ist. Eine weitere und vor allem wichtige Station ist das Einschlagen von Büchern. Wichtig ist sie deshalb, damit die Exemplare für lange Zeit von den Studierenden genutzt werden können. Die Besucher waren von den vielen Angeboten der Staats- und Universitätsbibliothek sehr begeistert. Und auch beim nächsten Mal, wenn alle Türen geöffnet werden, heißt es wieder Bücherbazar, Rundführungen und vieles, vieles mehr. Alles, was mit Büchern zu tun hat, interessiert mich von klein auf. Ich werde auch wieder gerne herkommen und ich werde es auch weiterempfehlen.